Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Life in the Woods. Ja, in der letzten Folge hatten wir hier dieses Dörfchen gefunden, hatten uns ein bisschen Brot gebacken und mir fällt auf, dass ich die noch nicht verarbeitet habe zu Toastbrot. Mache ich das jetzt mal? Irgendwo höre ich hier auch Monster. Also wird hier drunter definitiv eine Höhle sein, aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Wir werden weiter Richtung Süden gehen. Und wir gehen natürlich genau andersrum. Da lang, ne? Ja, in etwa. Gut. Ein Pferdchen hätten wir uns mal langsam zähmen sollen, weil wir laufen ja hier doch eine ganze Weile durch die Gegend. Das wäre ja schön, wenn man reiten könnte. Aber dafür müsste ich mir erstmal einen Sattel bauen. Und ich glaube, dafür braucht man Leder. Das könnten wir dann zu Hause mal machen. Ah, vielleicht finden wir ja hier auch noch irgendwas Schönes. Wer weiß das schon. Vielleicht spart man sich die Arbeit. Ah, die Pferde haben ja die Arschkarte da. Auf so einer kleinen Insel zu zweit. Oder die sind glücklich, weil sie ihre Ruhe haben. Schön. Dazu die schöne Minecraft-Musik im Hintergrund. Echt schön hier. Also von der Umgebung her muss ich sagen, es ist so das schönste Minecraft, was es gibt. Habe ich dich eingesteckt? Nö, warum nicht? Ja, komm weg mit dir. Jetzt habe ich es drin, gut. Ist schon wieder Zeit zum Schlafen? Hatten wir nicht gerade geschlafen? Oder wirkt es nur so dunkel, weil die Sonne jetzt direkt hinterm Berg ist? Aber sieht scharf aus, oder? Sieht schon richtig gut aus. Dann machen wir uns mal ein bisschen Platz im Inventar wieder. Umso mehr, umso besser. Noch ein Toastbrot haben wir nicht, ne? Nee, hatte nicht gereicht. Aber wir müssten jetzt ja langsam schlafen können. Schock. Ich finde das hier echt schön. Echt schön hier. Ich werde mal das Schwert in die Hand nehmen, nicht dass hier irgendwelche Viecher im Wald hängen. Das Glück habe ich ja meistens. Was bist du denn? Schachblume? Kenne ich nicht. Gut, solange ich noch Platz habe, kann sie mit. Wenn es irgendwann mal nicht mehr der Fall sein wird, kann sie weg. Gut, wo schwimmen wir denn jetzt hin? Ups. Map ist nicht M drücken. Ja, dann schwimmen wir doch auf die Insel darauf, ne? Sah jetzt auch nicht gerade gefährlich aus. Haie habe ich nicht gesehen. Aber meistens sieht man sie auch erst, wenn man im Magen sitzt. Ja, und hier brauchen wir jetzt unser Boot nicht einsetzen. Das Stück kann man auch noch schwimmen. Dann das Salz, das möchte ich gerne mitnehmen. Vielleicht hätte ich mal die Kuh schlachten sollen und mir nochmal einen Rucksack bauen sollen. Man kann ja bestimmt mehrere mitnehmen. Was bist du hier für eine Höhle? Wir haben natürlich keine Fackeln mehr bei, ne?
Meinen wir noch mal eine Fackel? Ein paar Stickies hatte ich dabei. Und ein bisschen Kohle auch. Machen wir uns einfach mal. Haben wir denn irgendwas bei, was weg kann? Hier, dieses Ding kann ja auch noch weg. Zombie-Fleisch brauchen wir nicht. Ja, ich will gucken, ob wir da unten vielleicht noch mal ein bisschen Eisen finden. Oder vielleicht mal Diamanten bräuchten wir ja auch mal. Aber die Höhle ist klein. Oder doch nicht? Jeden Fall so mit viel Wasser. Bestückt. Und so viel Essen haben wir auch wieder nicht bei. Ich muss da ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Ja, mit Wasser wollte ich da jetzt nicht runter. So sollte das nicht sein. Ach, kann ich das Wasser irgendwie stoppen da oben? Stört eh nur. Jetzt kommt man wieder nicht raus hier. Wo haben wir denn noch irgendwo? Sand bringt wohl nicht viel, kann weg. So generell Steine habe ich jetzt nicht aufgenommen, doch hier. So habe ich es getroffen. Jetzt sogar. Ja. Nö, noch nicht ganz. Aber da kann ich Sand reinmachen. Ja. Na, gleich viel ruhiger hier. Und gleich wieder die Tasche voller Müll. Da habe ich jetzt irgendwas gehört, eine Spinne oder so. Und Lava. Gut, aber sehen tue ich noch keinen. Meistens ist es ja zu spät, wenn man. Oh. Oh. Da geht es runter. Dann geht's rüber. Mal gucken, wo es da lang geht. Nicht, dass ich gleich aus dem Hinterhalt von irgendwas angegriffen werde hier. Kennen die Spielereien, ja? Es ist aber doch eine Riesenhöhle, da ist ein Bogenschütze. Kommt der? Bestimmt, ne? Ja, der kommt. Dann komm mal her. Du sollst mich nicht abschießen. Im Rucksack hatte ich schon Knochen, dann kann ich die Pfeile da wahrscheinlich noch reinpacken. Und im Rucksack ist auch mittlerweile Platz. Kann man die stacken? Nee. Schade. Alles kann weg hier. Das kann bestimmt auch hoch. Gut, jetzt nehmen wir es gleich wieder auf. Egal. Aber das kann dann weg. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt brauche irgendwie. Hier hatten wir Eisen, das finde ich gut. Nehmen wir auch gleich mit. Und gleich eine ganze Masse Eisen. Sehr schön. Da ist ein Zombie mit nickendem Kopf. Der hat bestimmt Techno. It's. Aber so, von der Seite komme ich nicht ran an ihn. Glaube ich, müsste mal die Seite benutzen. Ja, das sieht gut aus. It's. Tschüss.
Der Schacht scheint tief zu sein, man hat keinen Aufschlag gehört. Komm nicht mal da unten ran. Junge, Junge. Ah, da unten ist Paddy. Da hoppelt auch noch einer. Und das ist ein Creeper, ne? Naja, gut. Wir hatten ja hier noch irgendwo einen Abgang. Da mit Lava. Dann graben wir uns mal in die Richtung zur Wand und dann haben wir da vielleicht einen vernünftigen Gang runter. Wir können uns einen machen. Mal gucken. Oh, da haben wir Wasser. Wasser sehr gut, aber ich möchte auch wieder hochkommen irgendwie. Dann geht's hier lang. Da haben wir den Kies. Das ist doch gut. Mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen hier. Dann kriege ich dich zu. Ja. Was bist du? Was ist das? Und ich habe keinen Platz. Topaz. Was ist denn jetzt ein Topaz? Gibt ja hier lauter neue Rohstoffe, die ich noch gar nicht kenne. Hier gibt es auf jeden Fall Eisen. Das altbewährte, gute Eisen. Wir hatten ja letztes Mal schon irgendwie was Komisches da gefunden gehabt. So, hier, wo es hochgeht, werde ich mal die Ecke ein bisschen besser markieren, dass ich das auch wiederfinde. Hier haben wir jetzt ganz viel Eisen direkt an der Lava. Kommt da einer? Nein. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Ups. Ja, machen wir auch zu. Da haben wir Licht. Und keine Gefahr da, irgendwie reinzurupsen. Gut, bei meinem Glück. Ich werde es bestimmt trotzdem hinkriegen. Mann, was ist hier an Eisen? Ist er hier? The Best of Eisen Mine, die ich ja schon noch nie hatte, ja. Da gab es gleich zwei, drei Stacks voll. Das hat sich gelohnt. Wenn wir für Eisen hier wären. Normalerweise möchte ich einen Diamanten mitnehmen. Noch mehr Eisen. Wo bin ich denn hier gelandet, dass hier so viel Eisen? Na, sag mal. Brauche nur drei Rucksäcke für Eisen. Reicht jetzt aber auch. Mehr Glück kann man ja nicht haben. Hier hätten wir noch einmal Lava. Wie hübsch. Und ran. Hier brauche ich
Keinen Platz machen, hier nehme ich sie ganz weg. Ist mir sonst zu gefährlich. Ah, da knurrt einer. Und wieder Lava. Ach, das tut mir leid, das ist traurig. Bloß nicht mich anzünden. Ah, bist du gelöscht? Warum denn? Du wolltest mir die Punkte geben, wie lieb. Also mit der Höhlentour habe ich ja Glück bisher. Aber hier ist jetzt Ende. Gut. Dann gehen wir mal wieder nach oben, wenn wir den Weg noch finden. Aber dürfte nicht so schwer gewesen sein. Nur hier rum, darum, dann hier rein. Da waren wir, ne? Und hier ging es dann lang. Wahrscheinlich ist jetzt mitten in der Nacht. Da unten brauchte ich nicht hin. Aber hier oben waren wir noch nicht. Über uns ist Wasser. Wieder Eisen. Skelett. Kann ich dich irgendwie hier oben einladen? Wo bist du denn jetzt? Hast du mich nicht gesehen? Du musst mich doch gesehen haben. Uhu. Du kommst da gar nicht mehr hoch, ne? Autschi. Ui. Ey, das hat weh getan. Ja, der kommt immer noch nicht da raus, ne? Du sollst mich nicht treffen. So, gehen wir erstmal hier lang. Oh, was ist das? Das ist auch ein schönes Muster. Sind meine Fackeln schon wieder alle? Kann doch nicht wahr sein. Na, so. Na, mit Skeletten haben wir es ja hier. Wo ist denn mein Messerchen? Hier bin ich. Hallo? Hast du gerade vergessen, wo ich bin? Ja gut, aber die Folge ist wieder vorbei. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr kommt in der nächsten Folge wieder mit, wenn wir noch ein bisschen die Höhle erkunden und dann uns auf den Heimweg machen. Ich würde mich freuen. Tschüss!